auf den Schraubenschlüssel. Ja, wo mache ich denn das? Ach so, da oben. Ah, ja. Okay, jetzt bin ich auf Schraubenschlüssel. Das heißt, wir sind jetzt auf Ingenieurskunst. Wie heißt das immer so schön? The Ingenieur ist nicht zu schwer. Ja, okay, zur Erklärung. Du hast drei Tools. Ja, das habe ich im Tutorial schon mitbekommen. Okay, Genau. weißt du, welches Tool du wann auch benutzen musst? Weil das ist das, was ich dir erklären will. Ach so, ja, also wenn es brennt, den Feuer löschen natürlich. Gummihammer zum Fetten reparieren und je höher die Nummer ist, wird weniger repariert und es geht immer schneller. Du musst vor allem, wenn das Ding komplett kaputt ist, nimmst du auf jeden Fall den Spanner, weil der Spanner hat die höchste Rate beim Neuaufbauen. Ah, okay. Den Spanner beim Neuaufbauen und ansonsten ja gucken, wie weit er kaputt ist und dann entscheiden. Ja, Gut. halt auch schon. Oh nein, nicht ausgerechnet die Wüste. Was ist an der schlimm? Ja, da war ich schon so oft drauf. Ach so, okay. Da ist das schon eine Das Weile her. Problem ist halt nur jetzt, wir haben wieder keinen Spieler und. Ah, ohne Spieler Gunner ist es beinahe am härtesten, sage ich dir. Okay. Meinst du, ich soll dann noch mal Garner doch noch mal machen? Ich weiß nicht, wir können ja erstmal warten, ob noch irgendjemand aufkreuzt. Oder ich frag mal Okay. den anderen. Ja. Guck mal nach. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich fragen sollte. Du hast ja eher die Leute, die das Spiel haben. Ich brauche ja keinen fragen. Mit mir wollte ja niemand das Spiel dann spielen. Es ist halt zurzeit nicht wirklich jemand online. Ah. Die sind heute alle beim Software, aber ich hatte keine Lust, kurz vor man wieder arbeitet, deswegen habe ich Dann Software kommt man mit blauen ausgeschaltet. Fleckern und dann wird man gefragt, was haben Sie denn da gemacht? Ja, das ist nicht der Punkt, aber ich hatte halt einfach keinen Bock. Man musste halt auch stundenlang fahren, um dorthin zu kommen, Ah, einfach keinen Bock. okay. Ja, morgen geht's ja bei dir dann so hardcore los, ne? Mal gucken. Na, mal gucken, ja. Oh, halt, zwei Human Engineers, da kann ich die KI wenigstens einstellen. Jetzt habe ich drei Ingenieure, das kann gehen, ist aber total chaotisch. Jetzt habe ich Ja, wir wieder haben noch zwei. keinen Gunner dann gehabt, ne? Ja, genau, das ist halt auch wirklich der relevante Job. Wir hatten halt krasses Problem, keinen Ingenieur zu haben, was halt in den kritischen Situationen dazu führt, dass die Gunner nicht wissen, was sie tun sollen. Und wir konstant quasi nicht die starken Boni des Ingenieurs gefasst haben, weswegen wir quasi crippled sind. Und natürlich die Pyramidion ist eine Hell of a Ship. Ja. Und sie wird halt immer gleich gespielt. Das heißt, oben eine Gatling und einen Mortar. Okay. Ja, das ist halt die stärkste Art und Weise, das Ding zusammenzustellen. Und du kannst es auch fast gar nicht countern, außer halt. Die Goldfisch hat die unike Fähigkeit, wenn du direkt die Spitze triffst, dass die Waffen zu zerstören. Das ist unsere einzige Chance, den Heads-on-Encounter mit den Mob zu überstehen. Wenn wir es halt direkt ihre Waffen vernichten Okay, jetzt und. haben wir drei Ingenieure. Ja, Gunner sein muss man nicht unbedingt. Ach, die brauchen wir nicht unbedingt. Na, ein Gunner, der redet, ist schon ziemlich cool. Aber der Gunner bringt ja hauptsächlich die drei Waffen und Dingens. Aber du nutzt ja meistens im Nahkampf eh nur eins, von daher. Aha. Ansonsten gehe ich dann doch noch mal auf Gunner. Keine Ahnung. Na, wird Ach, schon jetzt ist ja passen. einer wieder raus. Warum? Auch immer. Vielleicht, weil er gedacht hat, toll, jetzt ist hier nur keine Gunner oder was. Er wollte bestimmt nur Ingenieur spielen, ne? Ach so, ist schon Starting Match. Okay. Jo. Gucken wir mal. Battle on the Dunes. Welcome to Arrakis and Land of the Sandworms. Müssen wir nur aufpassen, dass wir keine blauen Augen kriegen, wa? Ja, scheinbar. Deswegen trage ich ja meine Brille. Er trägt seine Brille, aber du weißt, dass die blauen Augen nur das Einatmen der Luft da schon bekommst nach einer Zeit, wa? Deswegen trage ich auch eine Gasmaske. Ah, jetzt wissen wir, worauf du stehst. Gut. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Ja. Ja, jetzt lauf erstmal über Schiff, mach dich vertraut. Reparieren ist ganz was anderes. Gut, hier haben wir unser Hauptengine hinten. Das hatte ich ja schon gesehen gehabt. Hier ist unser Bombenabwurf. Hier vorne stehst du. Das ist sehr schön. Die Lampen gefallen mir drin. Hast du ein bisschen was von chinesischer Junke? Ey, das sind sogar chinesische Symbole drauf. Coole Nummer. So, dann ist hier Glaub, die daher eine Gun, da ist die andere Gun.
Hier hinten ist dann der Motorenraum. Hier kann man dann runter. Da ist der eine Motor, der andere Motor. Ja, sieht eigentlich schon mal ganz schick aus. Hier ist dann unsere Hull. Und da vorne ist hier das Teil. Okay, gut. Kriege ich irgendwie angezeigt, wo was kaputt ist? Oder, ja, wenn du es bisher nicht bemerkt hast, dann solltest du jetzt drauf achten, denn wir werden gleich Schaden bekommen. Okay, wir kriegen gleich Schaden. Ich bleib einfach mal direkt dabei. Boah, geil, das Schiff stellt sich so richtig schief, wenn du in den Kofladen gehst. Ist ja Hammer. So, ich werde mir immer so ungefähr in der Mitte des Schiffs aufhalten, damit ich überall hinkomme. Kann es sein, dass gerade die Waffen regelmäßig gebufft wurden? Okay. Aha, Waffen, 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 okay. Also lohnt sich sowieso immer drauf zu hauen. Haben wir zwei Pyramidions? Oh, fuck it. Komm schon, KI, schieße. Wir müssen uns jetzt schießen. Oh, sitzt nicht einfach der verdammten Frontwaffe. Ja, genau, das ist das, was ich sehen wollte. Boah, jetzt schieße ich hier mit drauf, das funktioniert auch als Ingenieur, das ist lustig. Genau, das ist perfekt eigentlich. Was du ne, manchmal durch Zufall. Nicht, dass du daran gewöhnst. Ha? So. Okay, alles nachladen, alles reparieren. Ja, bin dabei. Hier buff ich gerade mal ein bisschen. Bäm. Hoppala, den brauche ich natürlich nicht. Manchmal bin ich ein bisschen trottelig. So, hier ist alles schick. Oh, was machen unsere Motoren? Kann man hier nochmal ein bisschen buffen, damit wir hier nochmal ein bisschen Power haben. So, der läuft. Hier läuft auch sehr schön. Hat gerade was Schönes mit dem Reparieren. Hat ein bisschen was von Tower Defense. Warte, erst mal ein bisschen stressige Teil der Arbeit. Ja. Dann werde ich diesen Job hassen. Das ist okay. Immer so. Man hasst dann irgendwann die Jobs. Wir kriegen gleich den nächsten Encounter. Ah, KI, du bist. Oh, wow. KI ist. Wenn ihr eigentlich einen moderaten Unterschütze, glaubst du? Aha, aha. Also, KI schafft's mit dem Schützen. Naja, denn es kann natürlich nicht. Gegner Brain, also KI Brain. Vorsicht, unsere Panzerung. Ja, Panzerung ist schon gelöscht. Vorsicht, wir kriegen jetzt überall Schaden, weil wir. Hey, ich bin drunter weggetaucht, sehr gut. Verdammt, wo ist der Typ? Oh fuck, hinter uns. So, Panzerung ist super. Also, wenn ihr einmal auf Panzerung draufhauen, dann geht ganz schön was weg, muss ich sagen. Oh, in so Motoren sehen Scheibenleiber aus. So. So. Da läuft noch die Cooldown. Man muss halt wirklich merken, wo man raufgeballert hatte, damit man die Cooldown einhält. Das ist. Aber es ist schon ein interessantes Timing. So. Oh, wow, wow, wow. Wir kriegen gerade was rauf. Ja. Da so. Der gerade das meiste tatsächlich in den Ballon am Purpose. So. Det läuft. Vorsicht, die Panzerung, ich bounce gerade. Du bounce gerade, nicht gut. Ah, ich bin so weit weg von der Panzerung. Hechel, hechel, hechel. Meine Stamina ist unten. So, ich repariere die Panzerung. Panzerung ist wieder online. Yeah, ziemlich weit online. Oh, jetzt ist noch. Der andere repariert mich. Und das heißt, ich bin gerade vollkommen ohne Kontrolle. Ja, das ist Scheibenkleister. Wenn der andere nie repariert. Ja, es ist halt gerade, ich habe keine Antriebe. Ich kann keine Waffe reintreten. Und er saß ewig in der Frontwaffe. Vorsicht, bleib in der Panzerung. Ich bin weg. So, jetzt. So, Panzerung geht wieder gut. Oh, oder auch nicht. Oh, wir kriegen gerade richtig eingeschenkt. Ich weiß. Okay. Oh, wir kriegen wieder eingeschenkt. Bitte reparier hier, mir tut der Finger weh. Wir sind halt gerade alleine gegen die beiden. Das ist das Problem gewesen. Ich habe nicht mitbekommen, dass die Junker gestorben ist. Mir fehlt noch ein bisschen
Es gibt noch Leute, die da spielen. Ich habe eine halbe Stunde Matchmaking gewartet. Da ist nichts. Ja. Droid RC, willkommen im Stream. Einen schönen guten Abend wünsche dir. Und ja, heute habe ich mir vorgenommen, mit den Lieben Exo dieses Spiel zu spielen. Wie man sieht, läuft es mittelmäßig. Ja. Ja, herzlich willkommen auch von mir, Droid RC. Und welcome to this stream. Genau, oder so ähnlich. Wow. So, ich gehe mal wieder auf Position. Jetzt hast du mitbekommen, wo der eigentliche Stress liegt. Sobald wir halt verlieren, spürst du den Unterschied. Ja. Das ist halt der Unterschied zwischen High Stress und Mid Stress. Ja. Wir haben halt irgendwann nicht aufgepasst, beziehungsweise ich habe nicht aufgepasst, was die Pyramidion tut. Die Pyramidion ist einfach extrem stark und zusammen mit uns noch stärker. Ja. Aber wir haben uns quasi nicht gleichzeitig auf ein Ziel gestopft, wie wir würden. Also. Gut, ich baue mal einen Buff hoch. Okay. Wenn du buffst. Ja? Gerade die Engines. Du baust ja den Buff auf, aber auslösen tust du das mit dem letzten Schlag. Das ist deswegen relevant, wenn du zum Beispiel die Engines, die für die Throttle und für die Rotierung notwendig sind, nicht gleichmäßig aktivierst. Habe ich eine echt harte Zeit, unser Schiff gerade zu halten. Ach, du musst dann mal links oder rechts mehr ziehen. Ah, okay. Ja, die müssen beide gleich stark sein, sonst spüre ich das. Als du vorhin zum Beispiel regelmäßig gebufft hast, und glaub mir, ich habe das mitbekommen. Habe ich das mitbekommen? Okay, wir haben direkt einen Feind zur linken Seite. Mhm. Der checkt uns auch gut ein. Pass auf, die eine Engine fällt gleich aus. So, ich mach mal gerade unsere Rüstung nochmal hoch. Wenn die hier geht, keine Ahnung. So, die läuft wieder. Was hast du vor? Das wissen die bestimmt selber nicht, was die vorhaben. Oh, ich kann hier die noch buffen, sehe ich gerade. Pass auf, unser Ballon steckt ein. Wie kann ich da was machen mit dem Ballon? Einfach draufhauen, er hat vorne oben so ein Gerät, da wo das Ballonzeichen ist. Ach, das ist unser Ballon. Ah, ich schnall. Es ist Ballonzeichen. Oh, Bodywork. Vorsicht, unsere Panzerung. Ja, ich bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Du bist im Kreis gelaufen, das habe ich genau gesehen. Du siehst, wie ich laufe? Natürlich, ich sehe deinen Namen. Ich weiß nicht, wo ihr seid auf dem Schiff. Ich habe hier fast die volle Kontrolle, glaub mir. Mensch, du bist ja schlimmer als die Stasi. Das Problem ist nur, dass der eine irgendwie nichts macht. Das ist das, was du hier hast. Ja. Und das andere Schiff hat uns leider nicht so sehr unterstützt, wie ich gehofft hatte. Schade. Ja, weil eigentlich hätten wir bei den Hits-Encounter hätten wir eigentlich gewinnen müssen, weil wir deutlich stärker im Schiff in der Front sind. Ah. Aber schlussendlich haben wir verloren. Mag vielleicht der Droid mitzocken? So rein theoretisch? Fragst du ihn, was fragt er das aber da? Naja, er schreibt gerade eben, dass er sich wundert, dass die Leute noch spielen und eben, dass er so lange auf ein Matchmaking gewartet hat. Stimmt, bei uns ging es eigentlich relativ flott. Ja. Ja, das ist genau das, was ich befürchtet habe. Der andere ist nämlich auch sofort drauf, geil. Ah. Wieso kriege ich das jetzt nicht gebufft? Was? Die Engine. Also ich meine Schilder. Du hast nur einen Buffhammer dabei, oder was? Ah, jetzt geht's. Jetzt ist dieses Symbol da. Oh, er spawnt wieder am Arsch der Karte, Leute. Leute. So. Leute. Ach, so schön. Häschel, ganz schnell hoch. Boah, hier sieht eigentlich in Ordnung aus. Gott, kennen die Leute sich denn nicht mit den Waffen aus? Warum muss man denen denn sagen, dass man zuerst die Pyramidium umbringt? Die Junker ist... Oh fuck. Oh fuck, ist nicht gut.
Du fliegst die ganze Zeit, aber du wirst beleidigt, wenn du aus Versehen das Ding nicht gesehen hast, weil die Frontlampe da ist. Ja, ist das Übliche, wa? Ja. Wenn's läuft, ist die Welt in Ordnung. Und wenn es nicht läuft, wird es eine ganze große Rumgezicke los. Ah, cool. Ich brauche gar nicht die Maustaste loslassen. Ich brauche einfach nur gleich hinziehen, dann geht das schon. Muss also gar nicht wie wilde immer rumklickern und machen. Vorsicht, gleich fährt man Schaden fressen. Okay. Ich gehe schon mal zu der Schilder. Außer ich kann die Staubwolken über mir fliegen. Okay. Ich weiß auch nicht, wo der hinfliegt, warum unbedingt. Oder weicht er nur der Staubwolke aus? Er weicht der Staubwolke aus. Thema direkt vorher wegfliegt. Einfach überall einmal draufhauen. Ja, bin auf. Das ist ein seltsamer Glitch. Ich wurde gerade von den anderen irgendwie so hochgehoben. Das sah komisch aus. So. Oh, mir wird gerade angezeigt, so und so viel von so und so viel repariert und so insgesamt. Soll ich bei der Hull bleiben, oder? Erstmal, ich weiß nicht genau, was wir tun. Oh, der Ballon. Okay. Ich weiß nicht, was unser Teammate tut. Ich glaube, das weiß er vielleicht gar nicht selber, oder? Das, was ich befürchte. Ah. Er ist halt weggeflogen. Er macht auch nichts. Er guckt jetzt zu, wie wir quasi. Geh mal zur Rechten zum Flammenwerfer. Ja, mach ich. Schneller, 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 schneller. Bin dran und zünde. Ziel ein bisschen höher. Genau, dahin. Auf den Ballon. Und runter. Und jetzt repariere schnell, sonst sind wir gleich tot. Okay, das war's. Wir sind so gut wie weg. Nein! Okay, ich hab's gerade nochmal. Oh, ich habe die ganze aber hier drin investiert in die Repariererei. So. Oh, die Engine wird gerade ein bisschen was fressen. So. Oh, hier nochmal. Nein! Feuer, 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 Feuer. Ich kann nicht löschen, warum kann ich nicht löschen? Achso, weil der Cooldown noch drauf ist. So, jetzt. Oh. Also, dass der Cooldown so global ist. Oh, schon wieder. Ach, Gott sei Dank. Feuer, Feuer, Feuer. Okay, nimm dir die Zeit, das Schiff zu reparieren. Bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei. Nein, falsche Taste. So, jetzt. Zwei. Na komm. Ah, ja. So, Damage Control. Okay, ich hab. Achso, ich verstehe, deswegen funktioniert das nicht mehr. Wir haben tatsächlich einen Gunner, ich glaub's ja nicht. Oh, wir haben einen Gunner. Das bedeutet, müsste eigentlich bedeuten. Wisst ihr, ich sitze die ganze Zeit da und warte und nur du rennst rum und reparierst, während der andere nichts macht. Wir hätten derzeit unser Schiff auf Vordermann bringen können und den letzten killen, der hier sich halt noch in der Staubwolke versteckt. Aber meine Antriebe sind immer noch fast kaputt. Ja, das ich heißt, bin schon auf dem Weg. Keine Manövrierfähigkeit. So, wie sieht's aus? Jetzt müsstest du haben. So, der eine ist gebufft. Und krieg ich den nicht gebufft, bitte? Hier, so, okay. So, beide gebufft. Du hast jetzt Antrieb Overdose. Das sind nur die Manövrierer. Ja, das Blöde ist, wir haben unsere Chance verpasst. Wir haben unsere verdammte Chance verpasst, der Killer ist schon hinter uns. Und er ist fast in Reichweite. Warum hat er nichts gemacht, nur zugeguckt? Du musst doch gesehen haben, dass wir fast kaputt sind. Tja, das muss wohl so sein. Gut, löft, löft, löft. Also Repairen ist schon mal geil, das gefällt mir schon mal ganz gut, muss ich sagen. Damit komme ich gut klar. Pass auf,
gleich eine Menge Schaden fressen. Das ist nicht gut, dann gehe ich mal schon zu den Schilder. Wo ist unser Verbündeter? Oh Gott, der weiß schon, wie der wieder. Warum hat er das überhaupt genommen, wenn er sich nicht auskennt? Oh nein, 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 nein! Oh, wie ging dann das jetzt rein? Ja, der andere war wieder da. Wir haben unsere Zeit vollkommen verpasst. Oh. Unsere Pyramide, die mit uns gespielt hat, hat halt keinen Schaden gedrückt. Ach so. Er ist quasi im Kreis geflogen und hat sich zurückgezogen, obwohl er ein Ram- und Front-Encounter-Schiff ist. Tja, so kann das dann manchmal gehen. So, kriegst du wieder ein Stimmchen von mir, weil du so nett bist? Du kannst nur einmal eine Stimme vergeben. Einmal am Tag oder wie? Einmal insgesamt. Einmal im Leben. Einmal im ganzen Leben. Ja, dann habe ich meine Stimme sozusagen an dir gegeben gehabt und schick ist. Gut. Wow. Oh, Engineer Level 3. Anscheinend bringt Engineeren bei mir wesentlich mehr Punkte, weil ich da fix hinterher bin anscheinend. Keine Ahnung. Wow. Tolles Ding. So, ich muss sagen, ich mache mal ganz kurz Trinkenpause. Und dann sehen wir uns gleich weiter, wa?